Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Age of Empires 3 Spiel mit FloTV, grüß dich. Hallo. Dann mit Joshua Gaming, grüß dich. Hallo. Und mit R2Fisch2, grüß dich. Hi. Das war wunderschön. Und wir spielen hier in Bayou, also wir haben Standardkarten gemacht. Ich, besser Genau. gesagt. Du hast Standardkarten gemacht, genau. Wir sind aufgestellt mit Briten, Russen, Briten, Franzosen. Okay. Ach, jetzt hätte ich auch mal die Ja. Franzosen wieder spielen können. Naja, egal. Egal. Wahnsinn. Spiele ich die Ich bin übrigens Standardbriten. krank, wohlbemerkt. Stimmt, Flo ist krank und Ja. dafür spielt er aber ziemlich gut heute. Die bisherigen Spiele waren sehr gut, die er gemacht hat. Boah, die Herden sind ja Warte hier enorm mal. weit weg. Ich mal für dich. Wo sind hier Schätze? Hier sind gar keine Schätze, oder? Map ist irgendwie nicht so geil. Nee, scheiße. Ja, dann ist das ist mal was Neues. Da ist ein Schatz. Ich sehe einer an. Sieh einer an. Oh ja, ich habe auch einen. Nee, wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritt. Ah, hier sind auch Schätze, ja. Ach, was hast du denn genommen, verdammt? Dann nehme ich mal hier den hier. Da klaut er mir einfach den Schatz. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Flo, merkt ihr, wir müssen uns etwas zurückhalten? Ja. Nein, nicht schießen. Ja, sehr gut. Ach so, geil, ist das deine Herde, die ich dir gerade wegnehme, oder? Keine Ahnung. Obwohl, du hast da noch eine. Ja, Ja, teilen wir uns die aber ich einfach, hätte. oder? Ja. Also, ich habe irgendwie fast gar nichts drin. Du hast drei Herden, Flo. Willst du mich verarschen? Das sind meine Herden hier. Das ist schön meine. Das muss ich jetzt hier gleich mal Okay, sagen. dann gehe ich weg. So. Warte, ich schieße dir deine einzige auch noch gleich weg. Weil ich habe zuerst schlecht gescoutet und ging davon aus, dass es meine ist. Seht ihr hier auch den Vogel, der sich gerade in FPS-Bildern rumbewegt? FPS-Bildern? Oh, Bei jetzt habe mir ich. ist da kein Vogel. Ja, der Typ sitzt der chillt hier gerade auf dem Baum. Okay, also der Typ, der da ist, hat höchstens einen Hier, guck, Vogel. jetzt fliegt er wieder rum. Siehst du Wo denn? Hä? Da, auf dem Baum, hier. Jetzt Ah, fliegt doch, er ja, gerade. doch, Der ich sehe leckt es. Ja, mega. hab's gesehen. Ist Ach, der irgendwie Vogel, ja. enorm. Der leckt mega hart. Sowas kommt Ich habe vor. zuerst gedacht, du hast einen Vogel, aber. Nein. Obwohl, manchmal schon. Aber wer hat das nicht, ne? Okay, schlag mich, ich habe vergessen, Siedler auszubilden. Oh Das Gott, schaffen Alter. wir schon, das schaffen wir schon. Grün. Ja? Habt ihr einen Schatz frei gemacht? Dankeschön. Hey, da war auch ein Vogel mit FPS-Federn, glaube ich. Er hat den Gaius-Laptop. Sorry. Ich weiß, das war böse. Ja, es ist ja leider so. Ja. Ich weiß, wie es dir geht. Ich hatte das selber mal. Das packt einfach nur ab. Ja, ich auch. Ich hatte so ein Acer-Netbook, ja. Ach, das habe ich noch Auf nie dem habe ich gehört. dann. Ich weiß nicht, was ein Netbook ist. Ach, Netbook. Ich habe Netzbook verstanden. Nein, nicht Netzbook, Netbook. Ja, und das ist einfach nur geleckt wie die Hölle. Da hat man eigentlich alle 3 Stunden mal ein neues Standbild oder so gehabt. Ich hatte eigentlich auch mal nur einen Business-Laptop und darauf zocken, ja, das kannst du vergessen. Also bei mir funktioniert das wunderbar und es ist ganz normaler Laptop vom Aldi. Bekomme dafür übrigens kein Geld. Muss ich dazu sagen, dass ich das jetzt. Aber es ist ein ganz, also. Dafür finde ich, dass er so billig war, klappt alles wunderbar. Ja gut, das Ding, auf dem ich gezockt hatte, hat auch nur 100 € gekostet, glaube ich. 100 Euro. Boah, das Das ist echt, gibt's. das ist aber echt billig. Das ist dann nochmal billig. Richt.
Das ist eigentlich nur so ein Ding zum Surfen, wisst ihr, also... Oh, wir bauen hier fast parallel unseren Parkplatz, Flo. Das ist aber trotzdem noch ein günstiges. Ja... Gut. Ja, 100 Euro für ein Tablet ist jetzt nicht viel, wenn du es so kaufen würdest. Naja, ich habe ein Tablet für 70 Euro geschenkt bekommen zu Weihnachten. Okay, ja. Es gibt immer noch Ausnahmen. Ja. Obwohl, also, wenn man jetzt davon ausgeht, wie viel so ein Samsung-Teil oder ein Apple kosten würde, ne, ist es günstig, wenn du eins für 200 hast. Cool. Schauen wir denselben Schatz nochmal. Ja, ich komm hoch. Wo machen wir eigentlich unser FB? Sollten wir uns langsam mal überlegen, oder? Ja, ich laufe vor mit zwei Siedlern. Boah, ich hätte eigentlich gerade ein richtig geiles Videothema. Was für ein Ding? Ein Videothema. Ein Thema für das Video, was wir ansprechen könnten. Ja, dann hau raus. Was haltet ihr von dem Preis des iPhone X? Das ist ja eh gerade in letzter Zeit schon ziemlich umstritten gewesen. So, viele sagen, es ist zu teuer, manche sagen, es ist komplett angemessen. Was findet ihr? Ich habe keine Ahnung von dem Thema. Keine Ahnung, wie teuer sagen, ist. Der Grundpreis von dem ist 1150 Euro. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit iPhones und was weiß ich, ich brauche das nicht. Also ich habe ein ganz normales, ich habe ein billiges Handy. Smartphone von Apple kostet 1150 Euro, also die billigste Variante, geht hoch bis 1500 oder so. Glaube ich zumindest. Oh, ich hab, kann meine Gebäude nicht drehen in dem hier. Also man sagt, ich finde das für ein Handy viel zu teuer oder denke, ja, geht's noch oder? Ja, ich kaufe mir solche Handys sowieso nicht, weil ich es einfach nicht brauche. Zu teuer. Aber jedem das seine, oder? Ja, schon. Aber ich brauche Holz, Leute, ich brauche Holz. So, ich finde wirklich jetzt halt auch, dass das für, naja, sag mal, welche, die in unserem Alter sind, noch nicht so richtig lang gearbeitet haben, schon. Krass, also fast schon unbezahlbar. Aber jetzt vielleicht für Business-Leute, sonst was, denke ich mal, die sehen das ganz locker und kaufen sich das auch. Ja, ist denke ich auch immer eine Frage. Aber was man nutzt auch, ne? Ja, zum einen das und zum anderen, ja, was für einen Wert Geld für dich halt hat, ne? Ja, klar. Also, es kommt halt auch auf dein Einkommen drauf an und so, also. Wie viel sozusagen für dich letztendlich 100 Euro zum Beispiel sind. Weil wenn du jetzt ein Einkommen von... Aber mehr als nur 100. Ja, ja, aber ich meine jetzt das Verhältnis, weißt du. Ja. Ach übrigens, wie rushen wir? Ich gehe mal davon aus, dass wir rushen. Frage, nächste Frage. Okay, ich greife einfach irgendwen an und ihr könnt dann zugucken. Ja, ich habe irgendwie gerade voll verpennt, Armee zu bauen und so ein Zeug, aber... Ach, okay, ja. Ja, habe ich auch verpennt. Wenn es nur das ist, Leute. Hab irgendwie gerade alles verpennt im Redefluss. Und du hast mich so, allein ab- ja, Alter, du hast mich so abgelenkt sehe. Hier. Naja, man muss ja mal ein paar Themen ansprechen. Wir können ja nicht immer nur Gameplay bringen. Das muss ja auch ein bisschen innovativ sein. Ja, das war aber kein interessantes Thema, es gibt interessantere Themen. Dann haut du doch mal Interessantes aus. Das war jetzt einfach nur eine kleine Umfrage an euch. Was haltet ihr vom Freistaat Bayern? Was haltet ihr davon, dass Franken ein unabhängiges Bundesland wird? Genau. Unabhängigkeit, wir könnten über Katalonien reden. Ja. Die wollen ja auch unabhängig werden. Ja, aber dann weiß man jetzt nicht unbedingt, sind die schon unabhängig oder wie. Nee, die nee, aus. Nee, das wird nichts. Sie haben an sich das schon erklärt, aber Madrid, also die Regierung, hat es versagt. Zu einem Prozess dann. Die werden niemals... Das klappt nicht, die werden nicht... Ja, sagt es nicht. Doch, das... Ich weiß, es geht schneller, als man denkt, dass es klappt. Ich sag nur USA, also... Das ist genau dasselbe. USA? Du meinst, was... Das ist, geht auch um Steuern und um Gelder. Wir leben aber nicht in der Kolonialzeit. Ja, du musst so sehen, wenn die Menschen keinen Bock mehr haben, in dem Land zu leben... Und dann kannst du ja nicht dein eigenes Volk bekämpfen, ja. Ja, genau, das ist es. Dann die Spanier haben das aber absolut vor, das kann ich euch versprechen. Ich glaube aber, ja, dann haben wir einen neuen spanischen Bürgerkrieg. Ja. Ja. Da kann man sich so stark daran lehnen, dass es dann wirklich eskaliert noch fast. Da kann man aber davon ausgehen, dass. Also, ich glaube nicht, dass die. Dass das passiert mit der Unabhängigkeit. So schön es vielleicht für die Katalonen wäre, aber. Die Katalanen, Entschuldigung.
So, jetzt baue ich meine Musketiere. Oder so, ja. Der Flo greift einfach mal an. Jawohl. Ja. Töte die Siedler mal, das ist gut. Ich helfe dir mal. Hallo. Hallo. Ja, du hast Pech gehabt. Siedler, Flo, deine sterben gerade. Ach so, wir machen gerade dasselbe. Ah, oh, gut. Killer Gamer hat auch. Blut ist raus. Was? Zwei Stück sind schon raus. Wer hat deine Siedler da gerade angegriffen? Rot. Ah, gut. Ja, ich glaube, das ist Wolf, oder? Außenposten. Siedler bauen, verdammt Leute. Lol. Bauen. Man sich nur so eincampen, Alter. Ja, Leute, ich hab irgendwie keine Nahrung mehr. Die Map ist irgendwie nicht so geil. Na, ich geh jetzt schon mal auf eine Mühle wenigstens. Die Scheiße, Alter. Was soll das denn hier mit dem Eingecamp, ey? Ich blick's nicht. Was steht der Typ jetzt hier rum? Hä? Übrigens, irgendwie sieht man nicht aus dem Blockhaus, da doch. Das ist aber sehr freundlich. Herr 2. Kein Problem. Ich hab noch 2000. Wow. Dann mache ich irgendwas falsch und du machst irgendwas richtig. Wo habe ich jetzt die Ressourcen? Hast du uns allen was geschickt, oder? Ich hab nur Grün was geschickt, gar nicht. Hier? Irgendwie habe ich auch gerade Ressourcen dazu bekommen. Ich weiß zwar nicht, aber wir können sagen, dass ich es war. So, dann marschieren wir mal vor noch mit dem Rest, was wir hier jetzt gebaut haben, schön. Und besiegen hier die restlichen. Reißen die Außenposten ein. Zwei Stück sind noch übrig. Und du kümmerst dich hier, Joshua. Wir könnten. Okay, ich glaube nicht, dass wir es unter 10 Minuten schaffen. Nee, aber ich würde gerne jetzt meine Wirtschaft aufbauen, muss ich sagen. Das mache ich irgendwie dann immer gern. Oh ja, fuck. Ich hab vergessen, Häuser zu bauen. Ja, ich hab auch zu wenig Holz irgendwie, um noch große Häuser zu bauen. War doch eine ganz okaye Runde. Ja, wir haben eigentlich nichts gemacht. Ja, ein bisschen hier aufgebaut, ein bisschen Armee gebaut. Ich weiß zwar nicht, warum der eine einfach aufgegeben hat, aber... Ja, ich glaube, er hat gesehen, dass das Ende naht. Ja, ich glaub's auch. Der hat den krassen Flo gesehen und dann hat er sich gedacht, scheiße, ich muss aufgeben. Sehr wahrscheinlich. Hast du noch mal ein bisschen Nahrung, Erzbo? Ja, ich schicke 1000. Das ist unser Versorger. Übrigens, die gelben Typen werden von Pikes angegriffen. Ja, ich weiß, ich schicke schon mal raus. Tötet die Siedler! Siedler-Massaker, mal was ganz Neues. Und meine Soldaten laufen immer Mit rum. Okay. Chichi! Ja, jetzt konnte ich gar nicht mehr agen, was ich eigentlich vorhatte. Mit den 1000 Nahrung von R2. Jetzt hätte ich fast agen können. Schade. Joshua ist geaged. Sehr gut. Warum habe ich irgendwie immer die meisten Kills? Ich verstehe. Oh, diesmal habe ich die meisten Punkte. Aber Flo hat die meisten Rohstoffe. Ganz, ganz knapp, ja. Hä, wartet mal. Achso, ja doch. Nee, passt. Ja, doch, war knapp. Wir waren alle gut beisammen, also unser ganzes Team. Ja. Ihr habt sehr gut auch gekillt, Joshua die meisten Kills gemacht, R2 die meisten Einheiten gehabt. Ja, gut, Russe. Ist so. In der nächsten Folge können wir über das Jugendwort des Jahres reden. Da bin ich gespannt. Die Dorfbewohner an. Da war wieder Flo besser als ich. Ich habe auch zu wenig Häuser gebaut. Aber ich habe da richtig geschlafen in der einen. Aber ich dachte, ich habe mir dieses Mal die 600 Holz geschickt. Ja, habe ich. Deswegen. Ja, gut, ich musste jetzt die Mühle bauen. Hast du auch schon eine Mühle gebaut? Nee. Nee, okay. Ich bin einfach auf die oberen Herden gegangen. Ja, die waren mir dann zu weit weg. Da war ich zu faul, dahin zu laufen. Ja, gut. Aber war ein schönes Spiel, denke ich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch. Wenn es der Fall ist, dann lasst doch gerne mal einen Like bei uns dreien da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne unsere drei Kanäle. Und dann würde ich sagen, bis zu einem neuen Age of Empires 3 Video. Euer Gaius Julius Caesar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.